Auf der Tipp. Wollen wir mal ein paar Themen abarbeiten? Da ist er, genau. Aber den hast du gestern an der Seite irgendwie nicht. Sollte wohl in der Klaue im Stock. Guten Morgen, heute ist Sonntag, der 20. Dezember 2015. Der vierte Advent. Wollen wir mal ein paar Themen abarbeiten? Schnürsenkel. Gut, dass ich letztens bei Amazon neue Schnürsenkel bestellt habe. Vorhin gerade sind die schwarzen gerissen, die ich in den Stiefeln drin hatte, die ich zum Gassigehen nutze. Naja, gut, dass ich vernünftige bei Amazon bestellt habe. Ich weiß auch nicht, warum ich auf die Idee komme, nochmal im Einzelhandel zu kaufen. Immer, wenn ich was im Einzelhandel gekauft habe, was ich hätte auch bei Amazon oder generell online bestellen können, außer so Lebensmittel oder so, ne, habe ich mich geärgert in letzter Zeit, glaube ich. Das ist jetzt kein positives Beispiel. Kann natürlich daran liegen, dass man sich die negativen Beispiele besser merkt, aber ich glaube, so ist es. Gut, wenn ich eine Videoaufnahme mache mit der 7D, leuchtet hinten am Display so eine kleine rote Lampe ab, blinkt die immer so auf, damit man weiß, dass man aufnimmt. Ich wünschte, dass sie auch noch an der Vorderseite blinkt, man dabei einstellen kann, ob sie blinken soll, wenn man aufnimmt oder nicht. Würde zumindest beim Starten kurz immer helfen. Müsste ich die Kamera nicht immer umdrehen, so kurz gucken. Oh, läuft, okay. Sicher. Nicht, dass man was Wichtiges erzählt oder nimmt es nicht auf. Apropos, habe ich das Mikro an? Puh, ja. Ich habe in dem Vlog 29 ja gesagt, dass ich mehrmals, glaube ich sogar, also garantiert mehrmals, ich habe alles hier mindestens dreimal in die Kamera gesprochen und am Ende doch nicht genommen. Ja, aber ich habe ja gesagt, dass ich weiß, dass ich Videos schneiden kann und Videos bearbeiten kann und Filme machen kann, also kleine Filme hier, so mit Kamera und so, über was auch immer. Mögen so ein paar Hipster denken, ja, komm hier, das Vlog, das ist doch kein Film, aber hey, sollte man selber schneiden und aufnehmen. Und auf der anderen Seite muss man natürlich bedenken, dass es Vlogs sind und kein Hollywood-Film sein soll. Und der Untertitel von dem Vlog ist Quick and Dirty. Und so will ich es im Grunde auch halten. Also ich will mich da nicht länger aufhalten als nötig. Dass ich abends an so einem Vlog, wenn es gut läuft, 3 Stunden sitze und wenn es schlecht läuft, länger sitze, um die zu schneiden. Das seht ihr ja nicht, das sieht ja keiner. 3 Stunden Video schneiden für so 5 bis 15 Minuten, je nachdem. Das ist, die Zeit muss man sich halt schon nehmen, ne? So, aber was mir jetzt das Vlog 129 gezeigt hat, ist, oder was jetzt gezeigt hat, es motiviert mich. Weil, wie gesagt, bei der Aufnahme dachte ich, ach die Scheiße, du kriegst halt gar nichts raus, du kriegst halt keinen vernünftigen Satz gerade ausgesprochen. Das kannst du am Ende alles wegschmeißen und dann wird es keinen Vlog geben. Und dann setzt du dich ran und schneidest und denkst so, oh Gott, 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 oh Gott, das ist so schlimm. Und dann bist du irgendwann fertig. Ja, und dann guckst du es an und findest das Ergebnis sehr cool und denkst so, okay. Da bist du dann schon ein bisschen stolz auf Vlog 129. Den brauchen wir jetzt uns auch nichts vormachen. Ist kein großer Hollywood-Film, wie gesagt. Aber ich finde das Ergebnis trotzdem cool. Ich finde es witzig. Und ich hoffe, dass ihr das Ergebnis auch geil findet und ihr euch gut unterhalten fühlt. Und ja, und das motiviert halt einfach. Man weiß, okay, geil. Man kann auch an Tagen, wo es scheinbar überhaupt nicht läuft, so einen Eigenlob-stink-geilen Scheiß und am Ende produzieren oder raushauen. Das motiviert. Das ist echt geil. Wo ich gestern noch in dem Vlog Sachen erzählen wollte, die frustrieren. Kann ich heute erzählen, hey, das Video von gestern ist motiviert. Ist doch super, oder was? Aber bitte, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Video, was ihr generell von den Vlogs haltet, was ihr euch vielleicht wünscht für den nächsten Vlog oder was ihr euch nicht mehr wünscht. Also, was ihr gut findet, wovon ihr mehr wollt, was ihr schlecht findet, wovon ihr weniger wollt. Das, hilft mir auch ein bisschen dabei, Vlogs zu produzieren, die euch am Ende auch gefallen. Kurze Family der Welt. Ich hab Dreckshusten. Das ist so ein, naja, habe ich schon erzählt, ein komischer Kratzhusten. Ich habe letztens mit meiner Schwester geschrieben, hier über WhatsApp, Telegram? Ne, Telegram. Ich weiß auch nicht, ich habe meine Schwester angesteckt, die benutzt den ganzen Scheiß jetzt auch schon. Finde ich nicht unbedingt so gut, sollten wir lieber SMS schreiben. Wäre mir lieber. Böse Internet-Scheiß. Nein, wie gesagt, wir haben über Telegram geschrieben und habe ja halt gesagt, dass ich jetzt Freitag, Samstag, Sonntag 12 Uhr habe, nächste Woche Dienstag und Mittwoch auch schon wieder und das total scheiße ist und ich ein schlechtes Gewissen habe wegen Cookie und so. Naja, dann haben sie spontan heute Morgen geschrieben, dass sie unterwegs sind. Also ich glaube meine Schwester und meine Mutter, vielleicht auch meine Eltern oder alle drei, ich glaube ich nicht. Ich denke mal meine Schwester und meine Mutter, dass sie unterwegs sind, dass sie Cookie abholen.
und schon mal nach Hause holen. Das Geile ist, sie wissen noch nicht, dass ich am 24. auch frei haben werde. Also die denken, ich habe am 25. frei, damit ich bei Oma zum Essen sein kann, wo sich die ganze Family trifft. Am ersten Feiertag. Und ja, was sie halt nicht wissen, was für mich ja auch eine Überraschung war, dass ich am 24. auch frei habe. Also werde ich am 24. schon frühest in den Uckermark fahren. Was richtig cool ist, worüber wir aber ein andermal sprechen, vielleicht morgen mal sehen. Und kann halt am 24. schon da sein. Das ist geil, das finde ich gut. Naja, aber auf jeden Fall ist cool, dass sie Cookie abholen. Das wird jetzt kurz vor Weihnachten ein wenig besser. Ich glaube, ab Montag können wir viele anreisen von den Leuten, die dann halt über Weihnachten bei uns bleiben. Und ja, dann, das heißt, dass ich um 12 anfangen muss am Dienstag und am Mittwoch und ganz sicher nicht vor 22.30 Uhr nach Hause kommen werde. Naja, und dann ist man doch ein bisschen beruhigter, wenn man weiß, der Hund sitzt da nicht und wartet, sondern ist wohlbehütet und gut versorgt bei den Eltern. Wobei sie am Weihnachten und Silvester eh bei meinen Eltern ist. Oder ja, meistens Silvester sowieso immer. Weihnachten kommt halt immer darauf an, wie ich frei habe und oder wie, ob meine Eltern sie holen können. Also ob ich sie bringen kann oder meine Eltern sie holen können. Und Silvester ist sie halt immer da. Erstens natürlich, weil Weihnachten und Silvester immer die Zeit ist, wo man am meisten zu tun hat und am meisten arbeiten muss in der Gastronomie. Und Silvester dann immer zusätzlich, weil sie diese Knallerei nicht ab kann. Ja, und weil sie wahrscheinlich Todesangst hätte, wenn sie zu Hause bei mir in der Wohnung wäre, draußen die ganzen Idioten rumrennen und Böller werfen. Ja, das wäre halt nicht so toll. Das kann sie überhaupt nicht ab, da hat sie richtig Panik. Und dann ist es immer gut, wenn sie bei meinen Eltern ist. Und meine Schwester dann da ist, auf die Hunde aufpasst, ihre Schwester, also Cookies Schwester ja noch da ist, die Dena. Und dann weiß sie zumindest, dass jemand da ist und sie nicht alleine ist. Also wenn ich gleich mit Cookie zurück bin und wir zu Hause bin, kurz danach wahrscheinlich meine Schwester und meine Mama da sind und Cookie mitnehmen. Und ja, vielleicht sind sie sogar schon da, aber das glaube ich eher nicht. Naja, werde ich sehen. Aber auf jeden Fall echt cool. Das erleichtert mich ein bisschen. Auf der anderen Seite ist es natürlich doof fürs Vlog, weil ich dann keinen Grund habe rauszugehen. Und das ist ja langweilig, wenn ich dann nur in der Wohnung hocke und ihr dann seht, wie ich zur Arbeit gehe und mal sehen. So, das Wetter die nächsten Tage ist auch nicht so doll, dass man sagen könnte, okay, man geht zum Strand morgens und nimmt einen Timelapse vom Sonnenaufgang auf oder so. Dass man wenigstens ein bisschen Kitsch-Content im Vlog hat. Naja, aber Hauptsache der Hund ist erstmal gut versorgt dann und das ist erstmal das Wichtigste und mit dem Vlog müssen wir dann sehen. Es ist meine Aufgabe, was daraus zu machen. Cool. Gerade kriege ich eine Nachricht von meiner Schwester, dass sie schon in Usedom Stadt sind und dementsprechend bald da sind. Auf jeden Fall schneller, als ich gedacht hätte. Naja, cool. Dann schnappe ich mir jetzt den Hund und gehe zurück. Hier, guck mal, wer der ist. Guck mal, wer der ist. Hallo, meine Süße. Donnerstag bin ich da. Ne? Bist du? Ja. Und da sind sie schon wieder los. Video braucht heute verdammt lange. Erst 95% verarbeitet. Ja. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass wir wiederkommen, dass es schon fertig ist. War die letzte Mal eigentlich. Aber gut, das war jetzt auch wieder ein bisschen länger. Und wahrscheinlich kommt YouTube wieder mit der Musik nicht klar und überlegt, ob das nicht doch vielleicht geschützt ist oder so. Auch wenn der Hund jetzt weg ist, muss ich mich trotzdem beeilen, duschen gehen und so. Dann schnell das Video hier veröffentlichen und dann muss ich los. Komisch. GoPro habe ich. Schlüssel steckt da vorne in der Tür. Sachen habe ich. Handy habe ich hier in der Hand. Habt ihr die Föhle? Ich habe irgendwas vergessen. Komisch. Naja, egal, ich muss los. So, Scheiße, bist du. Scheißerchen? Cookie? Cookie? Habt ihr den Hund vergessen? Wo habe ich denn den Hund vergessen? Scheiße. Könnt ihr bitte den Hund suchen? Ich muss dringend zur Arbeit. Thank you.
ist gerade wieder passiert. Hab in die Kamera gequatscht, hab das Mikrofon vergessen einzuschalten. Naja, Feierabend. Ja, jetzt werde ich hier so ein bisschen klar Schiff machen. Es ist echt merkwürdig, nach Hause zu kommen und der Hund ist nicht da. Ist wirklich komisch. Man gewöhnt sich an den kleinen Scheißer so schnell und so doll, dass es echt merkwürdig ist, wenn er nicht da ist. Ich kann mich noch erinnern, als ich die letzten Tage in Wiesbaden war, bevor ich hier hochgezogen bin, war der Hund auch schon bei meinen Eltern. Und ich war halt die letzten paar Tage da. Und wir hatten so Parkett und Dielenboden in der WG, wo ich da gewohnt habe. Dieses Getippel, was hinter einem dann immer war. Also man hat ja immer gehört, wenn der Hund hinter einem gelaufen ist auf dem Parkettboden. Das war total merkwürdig. Bist du durch die Wohnung gegangen und du hast die ganze Zeit, warum höre ich nichts? Warum höre ich nichts hinter mir? Wo ist der Hund? Ist echt merkwürdig. Jetzt, wo der Hund nicht da ist, sollte ich die gewonnene Freizeit eigentlich dafür nutzen, wieder Sport zu machen, regelmäßig Sport zu machen und wieder öfter laufen zu gehen. Erstens, damit ich überhaupt ein bisschen Bewegung habe und zweitens, um mich daran wieder zu gewöhnen und vielleicht, wenn der Hund wieder da ist, dann so viel Routine wieder drin zu haben und dass es ja von ganz allein wieder flutscht. Ja, so sollte ich es eigentlich machen. Mal sehen. Nein, muss eigentlich passieren, das ist dringend notwendig. Ja, mir fällt jetzt nichts mehr ein und bevor ich hier lange rumspafel, sage ich lieber vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Also, morgen. Gut, tschüss.